So, liebe Community, ganz kurz vor Silvester wird es also auch beim FC Barcelona richtig eng. Und ihr seht ihr den Bericht, der Micha so heiß macht. Suárez vergisst das Tore schießen. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Er hat schon 6 Spiele vorher kein Tor mehr gemacht. Natürlich, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich kann mit ihm wenig anfangen, obwohl er ein richtig geiler Spieler ist. Er kommt bei mir momentan einfach nicht zurecht und ich überlege wirklich, ob ich ihn gehen lassen soll oder eben nicht. Fakt ist, ich habe ja auch noch ein bisschen Transferbudget übrig. Ich will noch was fürs Mittelfeld tun. 12 Millionen, das ist nicht mehr die Welt. Allerdings so ein paar Spieler kann man dafür schon mal anfragen. Es ist jetzt so, dass ich mal mit Koke reden will. Der ist zwar ein bisschen mehr wert, aber mal fragen kann man ja. Da kann man ja mit dem Kauf reden. Ich würde jetzt erstmal gucken, wen ich dafür bieten kann. Denn es ist so, dass ich Koke schon ganz gern hätte. Und mit Quaresma geht eh nichts im Moment, muss ich ehrlich sagen. Quaresma hat enttäuscht, bitter enttäuscht. Für den wäre ein Wechsel das Richtige. Und Koke ist hier zwar als LM geführt, meiner Meinung nach ist er aber ein absoluter ZM-Spieler. Zu den 14 Millionen von Quaresma würde ich nochmal 10 dazulegen. Vielleicht würde das sogar was geben. Mal sehen, ob da was möglich ist. Ich habe auch Isco auf der Liste, aber mit Isco wird es natürlich sehr schwer. Auch da werde ich dasselbe Angebot machen. Isco wird für Quaresma und 10 Millionen mal angeboten. Mal sehen, ob ein spektakulärer Deal zwischen Real und Barca möglich ist. Quaresma passt da, glaube ich, ganz gut rein in die fummellosen Fabrik. Bei Isco müssen wir eben sehen, was möglich ist. Halidovic wollte ich eigentlich nicht holen, weil den habe ich ja mit Leipzig verpflichtet. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen. Ja, und dann ist noch Juan Mata übrig, wo ich noch nicht so richtig weiß, was ich von halten soll. Cotan hier, den wollte ich mir mal angucken. Den Junge, der sieht auch richtig cool aus. Da wollte ich mal eine Anfrage loslassen. Dafür ein kleines Geld zu haben, wäre Prowse und der Ferrati sind eher so nicht so meine Kandidaten im Moment. Jetzt gucken wir erstmal, was passiert bis dahin. Okay, wir sehen das. Cotan. Oh ja, der darf, soll nicht wechseln. Na gut, das habe ich mir fast geahnt. Kann ich mit leben? Die möchten also nicht, dass er wechselt. Ist aber nur für 1 Million auf dem Transfermarkt. Naja, dann guck ich mal, was der kann. Kann man ja anschließend wieder ausleihen, den guten Jungen. Hat nur 1 Jahr Vertrag, von daher wäre er sowieso irgendwann weg, liebes Sevilla. So, Leute, Pressekonferenz und jetzt sind es noch 10 Stunden. Da, Inaktivität, okay. Okay. Obwohl wir sehr an dem Spieler interessiert sind, 21 Millionen wollen sie dabei haben. Okay, das war klar. Also, okay, da muss man auch mit leben, denke ich. 1 Million für Cotan haben die schon mal akzeptiert. Das ist ganz witzig. Eben wollen sie mir nicht verkaufen. Gut, 21 Mille habe ich jetzt nicht übrig, um Koke zu verpflichten. Ich kann ihnen einfach nur 12 bieten. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Mehr habe ich nicht. Im Moment. Es sei denn, es tut sich noch was auf dem Markt. Ne? Das weiß man ja nicht in den nächsten Stunden. Kommt bisher wahrscheinlich nichts rein. Agüero, ihr seht das ja zum FC Barcelona, war bisher deutlich beste, habt ihr gesehen, war der Wechsel von Agüero zu uns. Jo, was soll ich sagen? Jetzt kommt eine Anfrage rein, wenigstens. Ist ja schon mal etwas, dann kann das vielleicht noch klappen mit uns. Transferangebot für Pedro. Pedro hat auch enttäuscht bisher. Die Bayern wollen ihn haben für 17,5 Millionen. Pedro Rodriguez, ich bin eigentlich ein Fan von Pedro, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, ey. Mit Neymar Suárez, also hatte ich nur überlegt, ob ich noch Suárez tausche mit einem Spieler aus Dortmund, aber damit nicht kein Marco Reus, aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun sollte, dann hätte ich auf einmal wieder Potenzial da oben frei, war ja Depay auch verliehen, ne, Depay ist ja auch noch da. Komm her, dann machen wir das mal. Die 17 Millionen sind fast nichts. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber wenn, dann will ich alles rausholen. Gucken wir mal. Und Leute, jetzt habe ich ja gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll mit Luis Suárez. Ich habe jetzt überlegt, ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich ihn mit Mats Hummels tausche. Natürlich ist er weniger, ist Hummels glaube ich nicht unbedingt, ich glaube, der ist 90 Millionen auf Anfrage wert gewesen immer. Und Mats Hummels wäre natürlich nochmal ein Spieler, der würde unheimlich schön bei uns reinpassen. Ne? Der ist hier nur 37 Millionen wert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was Suárez wert ist. Wir gehen mal eben drauf. Kann man den überhaupt schon vertraden? Dann hier, Luis Suárez wären 56 Millionen. Ist im Moment verunsichert, ist natürlich ein Megaspieler, aber auch Hummels ist ein Megaspieler. Und der wäre sicherlich im 1:1 möglich, dieser Tausch.
Da weiß ich noch nicht, ob ich das so richtig gut finden soll. Da bin ich noch echt am Überlegen, weil für Suarez könnte ich wesentlich mehr Geld nach der Saison nehmen. Und weil ich muss ehrlich sagen, könnte man Hummels auch noch nach der Saison verpflichten. Daher ist das erstmal nur eine Überlegung gewesen, die werde ich canceln. Ich kann mich noch nicht dazu durchringen, ganz ehrlich. Ich wüsste sonst auch keinen, den ich anbieten könnte aus meiner Mannschaft. Ich gucke eben nochmal rein. Neymar ist zu viel wert, Messi geht gar nicht. Und ansonsten sind jetzt auch nicht mehr so die Spieler, die noch Mega-Werte haben. Iniesta natürlich, aber den würde ich niemals für Hummels tauschen, das wäre Wahnsinn. So, was haben wir denn jetzt hier? Machen die Bayern das? Gut, die machen es. Und ich kann ja hier erst erhöhen auf 21 Millionen, wenn ich die Kohle habe, ne? Leider, ja, geht noch nicht. Okay, dann muss ich hier also noch warten. Okay, dann kann die Ratte das sinkende Schiff verlassen. Okay, wunderbar, der ist verkauft, der Pedro Rodriguez. Und jetzt können wir das Ding mit Koke eintüten. Das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher Deal, wenn ihr mich fragt. Und Quaresma ist dann eben auch weg, verdient viel Geld, bringt wenig Leistung, sollte machbar sein. So, jetzt ist eben noch die Frage, was machen wir noch? Machen wir überhaupt noch was? Fakt ist, ich werde jetzt auch hier den Kotan noch verpflichten, der kann zwar nichts Dolles. Aber 5-Jahres-Vertrag und essentieller und künftiger Stammspieler sind so seine Sachen. Das ist immerhin schon mal einer, den kann man noch formen, damit ich nicht wieder Halidovic kaufen muss, auch wenn der natürlich wesentlich mehr Potenzial hat, das weiß ich selber. Aber man muss es probieren. So, 5 Stunden sind es noch und Koke wird jetzt kommen. Jetzt haben wir erstmal hier den Kollege klar gemacht. Der ist natürlich jetzt unspektakulär, aber ein Mann für die Zukunft. Ja? Der trainiert schon mal mit den Profis. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier Koke verpflichten. 4 Jahre ist sehr gut. Essentieller Stammspieler ist sehr gut. Das passt mir sehr, sehr gut. Kann sogar auf dem Flügel spielen, darf man nicht vergessen. Und wir gucken uns jetzt eben mal unsere neue Errungenschaft an. Oskar ist schon wieder platt hier. Was geht denn bei dem? Da ist er, Kotan, ein 64er-Spieler. Wie gesagt, kein Brüller, aber der kann auch was werden. Keine Sorge. Wird selbstverständlich wenig von Anfang an spielen. Darum geht es, denke ich, auch nicht. Aber das ist so einer, den finde ich nicht so schlecht. So, jetzt ist die letzte Chance, sich zu überlegen, was mache ich mit Luis Suarez? So, Transferangebot für Memphis Depay. Den wollte ich jetzt eigentlich, jetzt kann ich ihn eigentlich fast schon nicht mehr abgeben, muss ich ehrlich sagen. Koke, komm, das ist wunderbar. Eigentlich kann ich Memphis Depay jetzt schon nicht mehr abgeben, das muss man auch mal dazu sagen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was Koke drauf hat. Und da kann man sich das Ganze nochmal überlegen. Da ist er, Koke, linkes Mittelfeld soll er hier spielen. Wie gesagt, finde ich vollkommen affig. Da ist er, ZM kann er spielen, das ist für mich viel wichtiger, denn das ist er, da ist er für mich eigentlich auch für gemacht worden. Und Ramirez darf sich da verabschieden, auch wenn das so sein muss. Das wäre dann so die Startelf. Dann ist da noch Oscar dabei, ja, Mathieu und ja, in der Abwehr, ne? Da hapert es halt noch. Mathieu, Hummels wäre schon ein Monster, aber gucken wir mal anders. Jetzt müssen wir mal durchrechnen. Wir haben da keinen Megastar mehr auf der Bank, das muss eigentlich nicht sein. Könnte ich Memphis noch verkaufen, oder zumindest verleihen? Memphis, habe ich Rafinha, Roberto. Und Quadrado für die andere Seite. Für dort habe ich keinen. Eigentlich kann ich Memphis Depay nicht verglitschen im Moment. Kann ich nicht machen. Machen wir auch nicht. Nein, dann kann ich Depay nicht abgeben. Geht nicht. Das wäre jetzt Blödsinn. Ablehnen und jetzt mache ich was anderes. Jetzt habe ich gerade ja gesehen, dass ich den Herrn Alves immer noch im Kader habe. Weiß natürlich nicht, inwiefern man mit dem noch was reißen kann jetzt in Sachen... Sag mal, in Sachen Trade, das werde ich jetzt noch versuchen mit dem. So, wunderbar. Also das hat geklappt. Jetzt gehen wir eben nochmal auf die Wishlist. Hier ist er. Gucken wir mal. Jetzt haben natürlich, wie gesagt, ein Überangebot. Aber Ferrati hätte ich ja schon ganz gern noch. Und vielleicht geht da was für 7 Millionen und Alves. Ich weiß es nicht. Kann ich Alves überhaupt noch draufsetzen jetzt? Oder ist das Thema wohl erledigt? Ja, das hat sich dann... Da ist er. 14 Millionen. Der will auf jeden Fall weg. Junge, komm. Sei ein Mensch. 7 Millionen und Alves. Marco Ferrati. Das wäre doch nochmal ein Deal. Das wäre ja nochmal ein Deal, du. Gucken wir mal, ob da was geht. Aguero, Higuain zum FC Chelsea.
Und Aguero ist immer noch der Top-Transfer. Nein, die wollen das nicht. 19 Millionen, ne? Die haben wir natürlich nicht. Dani Alves wird den Verein verlassen. 18 FC Chelsea geht der. Okay, dann ist das okay. Ich wollte ihn ja, wie gesagt, eh loswerden. Ist ja alles kein Thema. Hätte ja klappen können, dass ich da noch was machen kann. Aber so ist es eben dahin gegangen. Da müssen wir mit leben. Habe ich jetzt noch 7 Millionen? Da werde ich nicht mehr sonderlich viel mit reißen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt gegen Suarez, das wäre es ja nochmal. Aber nein, ich traue es mir nicht. Ich gebe Suarez noch eine Chance. Ich denke, auch ihr wollt den sehen. Da bin ich mir relativ sicher, dass ihr den noch sehen wollt. Und ich will es mir nicht mehr verscherzen. Jetzt gucken wir mal, was wir gerade noch hier unten bei Finanzen machen können. Ob wir da noch schnell einen rausbauen können. Da können wir nochmal... Guck mal, da können wir maximal... Ach ja, da können wir nochmal 15 Millionen investieren fast. Damit das ganze Thema ja doch wieder brandheiß, du. Spieler suchen. Nein, will ich doch gar nicht Spieler suchen. Was mache ich denn als? Wunschliste wollen wir nochmal drauf. Camp Ferrati. Juan Mata, das wäre auch nochmal so ein Typ, ne? Mata. Wen habe ich denn da im Angebot für? Jetzt kann ich Alves ja nicht mehr anbieten, ne? Ja, gut, da haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr die Reserven für übrig. Muss ich mich doch um Sakko kümmern, ne? Nützt ja nichts. Muss ich mich um Sakko kümmern? Jetzt kann ich Mathieu nämlich abgeben. Dann werde ich jetzt nochmal... so, Leute. Sakko vom FC Liverpool hat mich schon die ganze Zeit noch gesehen als Abwehrspieler. Finde ich total geil, den Typ. Mamadou Sakho, hier ist er. Den würde ich jetzt gerne verpflichten. Und zwar für den Herrn Mathieu. Dem halte ich einfach gar nichts. Ich weiß nicht, was Barcelona mit Jérémy Mathieu will. Der hat einfach auch nur noch 7 Millionen wert. Und ich lege da jetzt meine 14 Millionen auf den Tisch. Vielleicht klappt das dann noch, denn das wird sehr knapp jetzt mit Mamadou Sakho. 3 Stunden vor dem Ende. Na, das muss jetzt schon direkt klappen, sonst geht's in die Hose. Wollen wir mal gucken. Letzte Chance vorbei, ja? Jawohl, es hat geklappt und dann klappt es normalerweise auch mit dem Kauf von so einem Spieler. Ich biete mal lieber 110, ich will gar nichts riskieren. Ne? 3-Jahres-Vertrag für Mamadou Sakho, das wäre ein guter Deal. Jérémy Mathieu kann ich, wie gesagt, eh nicht leiden und weiß immer noch nicht so richtig, mit ihm anzufangen. Gott sei Dank, es sollte wohl klappen. Dann haben wir im letzten Augenblick noch richtig was gemacht. Richtig was gemacht vor allen Dingen. Yes, es klappt. Sakho geht zu Barcelona und Jérémy Mathieu ist jetzt endlich weg. Er kann beim FC Liverpool rumwurschteln. Hier haben wir ihn, Sakho, ein richtig geiler Spielertyp, meiner Meinung nach. Hoppala, jetzt habe ich von lauter Begeisterung erstmal gleich daneben gedrückt, den Franzosen. Den finde ich gut. Der kann zwar nur Innenverteidiger spielen, aber den finde ich richtig, richtig gut. Meine lieben Freunde, ich bin jetzt glücklich. Und da guckt ihr an, 200 Millionen sind ausgegeben worden. Aguero ist der Top-Transfer. Cavani zu Real Madrid. Ihr habt es unten, glaube ich, im Bild noch gesehen. Überragend. So, hier haben wir erst einen. Da wird sich demnächst noch was tun. Das machen wir jetzt als nächstes, bevor wir diese Folge abschließen. Wir werden jetzt ein Scouting-Netzwerk aufbauen. Das ist doch wohl klar. In den Jugendbereich gehen. Büro. Wo ist er denn? Da ist er. Finde Nachwuchsspieler. Das machen wir. Ja, so viel Geld haben wir nicht mehr. 3 Millionen. Was haben wir denn noch an Gehaltsbudget? Da können wir nochmal aufpumpen hier, das Ganze. Transfers, Junge. Da können wir aufpumpen, das Ganze. 3 Millionen. Das ist doch kein Problem, Mann. Die haben wir noch. Da kann man nie genug einsetzen. Jugendspieler, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Wir nehmen den Spanier hier. Und der soll selbstverständlich in Spanien Talente finden. Das ist ja wohl klar, oder? Kann ich da eigentlich schon was machen mit dem Typen? Nein, der ist noch unterwegs, ne? Jawohl, alles klar. Das soll es gewesen sein für diese Sache. Jetzt gucken wir uns den Teambericht an, der euch sicherlich auch interessiert. Marc-André Ter Stegen hat sich noch nicht verbessert. Wir machen es jetzt im Schnelldurchgang. Danilo hat sich noch nicht verbessert. Das finde ich ein bisschen schade. Kommt eigentlich immer zum Einsatz, spielt aber nicht sonderlich gut. Keine Ahnung. Bisschen enttäuschend bisher. Gerard ist natürlich, Gerard Piqué, wieder mal gestiegen um 2. Da ist natürlich eine Maschine. Mascherano um 1 gestiegen. Alba um 1 gestiegen. Rakitic um 1 gestiegen. Iniesta um 1 gestiegen. Koke ist schon um 1 gestiegen.
Aguero um einen gestiegen, Messi um einen gestiegen, Neymar um drei gestiegen, sehr schön, Marc Bartra schon zwei besser, Cuadrado stagniert, Oscar stagniert, Ramirez ebenfalls, Suarez auch, Bravo stagniert, Cortan ist erst neu, Sandro schon drei dazu, hat ja auch schon ein paar Spiele gemacht, jetzt allerdings in schlechter Form der Zeit, deswegen später nicht. Tja, Grimaldo auch ganz gut dabei, schon fünfmal gespielt, was willst du mehr? Ake sehr wenig gespielt, aber das wird noch kommen. Memphis Depay wird jetzt mehr in den Blickpunkt rücken, ebenso wie Rafinha, denke ich, der seine Chancen hat. Und hier sehen wir Sergio Roberto, der hat schon plus drei, finde ich super geil. Montoya und Sarko und Alves ist sogar noch ein besser geworden, aber der wird uns zum Glück verlassen. Ach, jetzt habe ich euch natürlich die, Entschuldigung, gehe ich nochmal drauf, habe ich euch die Verliehenen vorgehalten. So, Song stagniert, Tejo kommt wenig, aber Tejo ist richtig geil. Dölefe stagniert, aber nur ein Tor. Quintero an Chelsea verliehen, mal sehen, was bei dem so geht. Vermahlen zum Glück an Wolfsburg verliehen und Mounier, guckt euch das an, plus zwei, das ist schon mal etwas. Bin mal gespannt, was er bei dem Herren noch reißen kann. So, das war das Ende der Folge, liebe Freunde. Und wir sehen uns, das kann nicht wahr sein, dass schon wieder Pokal ansteht, oder? Kann mir auch mal in der Liga spielen. Ja, es ist dann mal wieder soweit. Es ist Pokal gegen Valencia. Ich kotze ins Essen. Ich möchte keinen übernehmen. Aber ich werde wahnsinnig, liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, was ich am Ende mit dem Kader noch rausgeholt habe, dann wünsche ich mir einen Daumen nach oben von euch und wir sehen uns im nächsten Part an Silvester. Haltet die Ohren steif, ich bin raus. Ciao und dann rein.